wir doch gleich mal die Verfolgung auf mit diesem äußerst schnellen Fahrzeug, was wir hier haben, muss man schon sagen. So, jetzt komm schon. Ich hab ihn. Jawohl. Werde dein Fahndungslevel los. Ja, mit dem Auto ist es natürlich schwierig, weil das ziemlich langsam ist. Aber ich fahre einfach mal straight geradeaus und sollte dann eigentlich die Bullen schon los sein, wenn die nicht total scheiße sind und einfach irgendwo auftauchen. So. Stop it. Hey, du verdammte Scheiße, da kommt ja ein Bulle. Das war fail. Ich hätte einfach weiterfahren sollen und nicht das Auto da anhalten. Das war mal wieder ein fataler Fehler. Denn jetzt darf ich wieder abhauen. Ist ja toll. So. Oh, das ist echt so lahmarschig, das Auto, was ich habe. Beziehungsweise, wenn es mal an Geschwindigkeit aufgenommen hat, dann ist es ja gar nicht so langsam. Aber die Beschleunigung ist einfach total für den Arsch. Ja, da kannst du ja mit dem Tretroller schneller fahren. Beziehungsweise schneller beschleunigen. So. Und jetzt halte ich einfach mal an. Oh nein, jetzt kommt da wieder ein Bulle. Alter, das geht mir auf die Nerven hier. Also wenn ich schon für diesen Polizisten Aufträge erledige, dann bitte ich auch darum, dass er dafür sorgt, dass ich danach nicht gesucht werde. Also das ist ja wohl das Mindeste. Ja, aber nee, darum muss ich mich ja immer selber kümmern. Das ist ganz toll. Ich werde es aber auch nicht los. Weil ich einfach nicht aus diesem Fahndungskreis rauskomme. Ja, lauf mir doch vor, das ist die Motorhaube, genau. Also da ist er jetzt echt selber schuld. Ihr könnt mich jetzt alle mal am Arsch lecken. Ich fahre jetzt hier durch. Wow. Ja, hast du gut gemacht. Ey, das hast du echt gut gemacht. Ja, ja, hast du richtig gut gemacht. So, jetzt renn um dein Leben. Ich möchte den Auftrag jetzt nicht nochmal machen, nur weil ich gerade einmal verkackt habe. Das kann ja wohl nicht sein. Jetzt komm, steig endlich ein, ich habe nicht ewig Zeit. Du sollst einsteigen, du Penis. So, jetzt aber, auf geht's. Jetzt habe ich hoffentlich mal ein bisschen besseres Auto, mit dem man auch ein bisschen mehr Gas geben kann. Ja, da ist natürlich schon wieder einer, der Stress machen muss. Wir fahren jetzt mal diese Straße hier lang. Da ist noch kein Streifenwagen unterwegs. Hoffentlich bleibt das auch so. So. Noch schaut's gut aus. Noch schaut's gut aus. So. Ich fahre jetzt einfach mal hier in diesen Park rein. Okay, und warte hier ein bisschen. 5, 4. Okay, weg ist er. Perfekt. Dann hätten wir das auch erledigt. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel Kohle wir bekommen haben. Waren das 5000? Keine Ahnung. Alles klar. Und wir haben direkt eine nächste Mission bei ihm. Und da wir ja faul sind wie ein Stück Brot, werden wir dann mit dem Taxi hinfahren. Ja, Leute, jetzt habe ich entdeckt, dass man dann mit dem Taxi hinfahren kann und deswegen werde ich das jetzt immer machen und ihr könnt nichts dagegen tun. Ist doch toll. So, dann fahren wir da mal hin und hoffen, dass wir diesmal wieder irgendwie einen Auftrag kriegen, der so einfach über die Bühne geht wie dieser gerade. War ja jetzt nicht wirklich... Hä? Hey! Wo ist... Willst du mich verarschen? Ach so, der steht da irgendwo im Park, deswegen kann ich da nicht weiter näher hinfahren. Ich habe mich gerade gewundert, wo mich der Taxifahrer rauslässt. Ja. Aber wir kaufen uns jetzt hier erstmal was zum Snacken. Denn... Oh, tut mir leid, habe ich ihn umgeworfen. Ja, dreh dich noch ein bisschen mehr im Kreis, Nico. Du bist ja auch ein bisschen blöd. So, gib mir mal so ein Würstchen, damit ich wieder voll bin. So, ja, finde ich auch. Very kind from you, oder was weiß ich. Dann statten wir unserem korrupten Bullenschwein mal einen Besuch ab. Und schauen, was er von uns will.
Are you trying to get us both killed, you fucking asshole? What? I send you to destroy an organization and you only make the boss disappear. Now his chief lieutenant is holed up in an apartment and he wants to speak to the feds. Whoa, hold on. An organization? No, you fucking idiot! I paid you to do a man's job, you amateur, you fucking boy! No, 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 no. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit! Alright, I'll tell you what, genius. I'll tell you fucking what. Tell it to the judge. Tell him I only sent you to kill one guy, so it ain't your fault. I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk, on account of you being brain dead and totally fucking mentally retarded. Maybe he will. Either way, you're screwed. Whoa, 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 whoa. Wait. Look, you gotta do this for me. For us. Come on, you idiot. One more. The guy's a fucking lowlife. He means nothing. If there is a god, and he loves us, if there is, he'd want this cunt dead. The guy sells heroin to kids. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. I don't have anything to lose, Mr. McCreary. How much? You know my price. No. Five. You're cool. I don't care. You bastard. Okay. Now, the guy lives in an apartment on Denver between V and W. He's holed up there pretty tight. I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and M. So go there, give me a call. Ja, ich bin selber schon bewaffnet. Ich brauche eigentlich deine Waffe nicht, aber vielleicht hat er ja voll die geile M4 oder so. Ah, ein Präzisionsgewehr. Ja, ist ja super. Habe ich eigentlich schon eins? Ja, aber nicht viel Schuss, also hole ich mir das lieber. Hören wir mal ausnahmsweise auf ihn. So. Dazu hätte ich aber gerne ein Auto. Du verpiss dich jetzt mal. Wir schauen jetzt einfach mal, wo das ist. Ja, da fahren wir jetzt diesmal, glaube ich, hin. Kein Bock auf Taxi-Action. Hör mal. Du kannst nicht einfach weiterfahren, wenn ich da gerade einsteige, du Pisser. So, ich brauche hier mal ein bisschen Musik. Aber nicht so stressige. Denn wenn die Musik so am Abgehen ist, dann kann ich gerade irgendwie nicht so gut erzählen hier. Naja. Ich habe ja eh nichts zu erzählen. Ja, ich turne dann. Ah ja, genau. Das wollte ich nachgucken. Ich glaube, man kann GPS-Sprache, jawohl, aus. Hier. So eine Scheiße brauche ich echt nicht. Okay. Das passt. Jetzt geht mir das Navi nicht mehr auf den Sack mit seinen In one mile turn right. Ja. Das stört mich schon die ganze Zeit. Und jetzt habe ich es erst ausgemacht. Ich bin so ein Pro, echt. Das gibt gar nicht. Also. Dann cruisen wir mal durch die Straßen. Mit unserem tollen Auto und dieser sehr, naja, wie soll ich sagen, linearen Musik im Hintergrund. Passiert auch immer nur das Gleiche. Naja. Alter, da sind wir ja schon. Dann schauen wir mal, wie viel Munition er hat. Wahrscheinlich schon so drei Schuss oder so. Dann steigen wir einfach mal ein. Oh, verkehrtes Auto. Hier müssen wir einsteigen, mein Gott. Begib dich zum Apartment des Dealers in der Denver Avenue. Achso, was ist das denn hier? Achso, das ist Fernlicht. Und wo kann ich das normale Licht ausmachen? Keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Ich spiele schon wieder rum hier. So, jetzt schauen wir erst mal, was hier so abgeht. Wo ist denn das genau? Ah, das ist nicht weit. Das ist ja nicht weit. Ja, genau. Fahr alles kaputt. Ne, die Musik geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Ne, das ist auch nichts. Das Lava Lava. Auch Lava Lava. Noch mehr Lava Lava. Oh Mann. Hier, da ist kein Gelaber. Jawohl.
So. Da sind wir ja auch schon. Eben noch den Hydranten weggefickt. I found the place. Okay, the mopes hold up and there's a go up on. What if he isn't standing? Then use your damn imagination to get him to the window. Jesus! Call me when it's done. Oh, ich habe gerade irgendwie das Telefongespräch übersprungen, als ich das Mausrad gedreht habe. Irgendwie komisch. Ja. Ich weiß es gerade nicht. Kann man da rein? Jawohl. So. Ich habe nur irgendwas von Dach verstanden. Also gehen wir da einfach mal hoch und ballern dem direkt in sein Schlafzimmer rein oder so. Ich weiß es ja nicht. Ach. Was steht denn ihr hier rum? Ich würde euch ja gerne jetzt vermöbeln, weil ihr mal ein bisschen auf den Sack geht. Aber hey, ich lasse euch mal leben. Ich bin ja kein Unmensch, ne? So. Dass es hier keinen Aufzug gibt. Immer muss ich Treppen steigen. Furchtbar. Wo ist mein Präzisionsgewehr? Oh. Ja, wie ich es prophezeit habe, ich habe ungefähr 2 Schuss bekommen von dem Idioten. Ich hatte vorher 15 und 5 im Magazin. Jetzt habe ich 17 und 5 im Magazin. Sehr toll. Ja, Kollege, so kann ich ihn nicht treffen, wenn der da sitzt. Der muss schon ans Fenster. Aber ich könnte den Fernseher zerschießen, dann geht er zum Fernseher. Wie kann ich ihn da hinlocken? Wow. Okay, Moment, also. Uah, ist das gerade scheiße? Irgendwie ist es voll. So. Jo, da tappt man ja. Wie ich gesagt habe, ich habe einfach den Fernseher kaputt gemacht. Er hat sich gewundert, hä, was ist los? Kam dann und ich habe ihn weggehauen. Oh, warum habe ich jetzt einen Fahndungsstern? Da oben hat mich kein Mensch gesehen. Kannst du mir nicht erzählen, dass mich da irgendwer gesehen hat? Das hat ja nicht mal 20 Sekunden gedauert, den umzubringen, ja? Und jetzt habe ich schon wieder einen Fahndungsstern, deswegen, ey. So. Ich muss jetzt hier erstmal abhauen. Ich habe jetzt leider den Anruf abgebrochen. War jetzt nicht meine Absicht. Aber irgendwie war es nötig anscheinend. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Sirene... Ah, so kann ich sie ausmachen. Perfekt. Ist ja toll. So, also dann hauen wir erstmal ab. Ich habe 3 Fahndungssterne, weil ich jetzt einen Polizisten umgebracht habe. Aber wenn der direkt da vor dem Eingang steht, ja, was kann ich dafür? Der muss ja irgendwie dran glauben.